Gutachter oder hält sich seine Gutachter, ich sag mal, bei Hofe? Es werden Gefälligkeitsgutachten erstellt oder aber es werden Gutachten erstellt, um erkennbar den Kollegen zu entlasten. Gutachter sind mächtig. Ihre Expertisen sind es, die über das Schicksal von Patienten entscheiden. Unabhängig und sachkundig sollten sie daher sein. Richter haben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Gutachter nach ihrer Neutralität zu befragen. Eine folgenschwere Gesetzeslücke. Zur Prüfung der Fachkompetenz wären Richter allerdings verpflichtet. Doch diese Kontrolle funktioniert nur mangelhaft. Nicht verwunderlich also, dass manche Expertenmeinungen auch von wirtschaftlichen Interessen gelenkt werden und Sachverständige sich keineswegs immer der Wahrheit verpflichtet fühlen. Kritiker sprechen daher vom deutschen Gutachterunwesen. Gutachter sind einflussreich. Sie entscheiden darüber, ob Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Renten gezahlt werden. Ihre wissenschaftlichen Expertisen besiegeln, ob Krankheiten als Berufserkrankungen akzeptiert werden oder nicht. Die Sachverständigen entscheiden, ob misslungene Operationen oder falsche Therapien als Ärztepfusch anerkannt werden oder nicht. Die Gutachter sind es, die den Richtern die fehlende Sachkompetenz vermitteln sollen. Einige Experten sehen sich infolgedessen als Richter ohne Robe. Und daher ergehen immer häufiger fragwürdige Urteile. Im Namen des Volkes. Die Opfer von dubiosen Gutachtern und fahrlässigen Richtern sind stets die Patienten. Die oftmals unheilvollen Allianzen zwischen Gutachtern und ihren Auftraggebern trüben die Objektivität. Denn begutachtet wird häufig im Interesse der Geldgeber. Bis zu 500.000 Mark und mehr lassen sich mit Gutachten pro Jahr dazu verdienen. Geld kann die Wahrheitsliebe dämpfen. Und es gibt andere Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass Gutachter mit falschen Professorentiteln aufgetreten sind, was nie hinterfragt worden ist. Dass Gutachter aufgetreten sind, die wegen Gefälligkeitsgutachten vorbelastet, vorbestraft sind. Und die noch weiter gutachten dürfen. Das ist das Schlimme. Es hat die Justiz nicht veranlasst, da nachzudenken, das zu überprüfen, darauf einzugehen und diese Leute auszumerzen aus dem Bereich des Gutachterwesens vor Gericht. So wie die Unabhängigkeit der Richter in der Verfassung verankert ist, müsste auch die der Experten gewährleistet sein. Das häufig mangelhafte Nachfragen seitens der Gerichte kann zu Missbrauch der gutachterlichen Tätigkeit führen. So sind es keine Einzelfälle, dass Sachverständige Studien fälschen, Statistiken und Forschungsergebnisse manipulieren, um Gefälligkeitsgutachten zu erstellen. Für die Justiz und die Gutachter war es der Fall Schröder. Für die Angehörigen eine Tragödie. Das war Gundolf Schröder vor dem 6. Februar 1992. Seit Einleitung einer Narkose um 8.05 Uhr an diesem Tag hat er die Augen zwar hin und wieder geöffnet, nur er sieht nichts mehr. Er spricht nicht mehr, er bewegt sich nicht mehr. Und was er fühlt, weiß man nicht. Gundolf Schröder war kerngesund, bis auf die Gallenblase. Ein Eingriff war notwendig geworden. Dieser erfolgte endoskopisch unter Vollnarkose. Und aus dieser ist er seit 7 Jahren nicht mehr aufgewacht. Lebensbedrohlicher Sauerstoffmangel bereits während der Einleitung der Anästhesie und Sauerstoffmangel über mehrere Minuten nach dem Eingriff führten bei dem heute 58-Jährigen zu einem Herzstillstand mit dramatischen Folgen. Die Sauerstoffunterversorgung war die Ursache für die massiven, dauerhaften Hirnschädigungen. Gundolf Schröder liegt seit diesem 6. Februar im Wachkoma, leidet am Apalleschen Syndrom. Verantwortlich für diesen Zustand sei eine Kette von Versäumnissen und Fehlern der behandelnden Ärzte und des Intensivpersonals, so die Gutachter, die die Ehefrau beauftragte. Vor allem die mangelnde Sauerstoffversorgung nach der Operation bewirkte das Apalleschen Syndrom. Das Gegengutachten, das vom Haftpflichtversicherer des Marienhospitals in Brühl in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass zwar unzweifelhaft von Lücken oder Mängeln in der nachoperativen Überwachung ausgegangen werden muss, aber dennoch weder dem Krankenhaus noch dessen Personal ein schuldhaftes Verhalten anzulasten sei. Mit anderen Worten, dieses Gegengutachten war wie ein Freibrief, der jegliche Haftung für ärztliches Fehlverhalten ausschließt.
Kann hier von einem Gefälligkeitsgutachten ausgegangen werden? Man hat meinem Mann keinen Sauerstoff gegeben. Ihm fehlte lediglich nur Sauerstoff. Sonst fehlte meinem Mann gar nichts. Nur Sauerstoff. Es gab an sich überhaupt gar keine Unklarheiten, dass Herr Schröder Opfer gröbsten ärztlichen Behandlungsfehlers geworden ist. Wir haben mehrere Gutachter eingeschaltet, die das bestätigten. Nichtsdestotrotz versuchte die Haftpflichtversicherung mit einem, ich muss schon sagen, Gefälligkeitsgutachten dies zu unterwandern. Der Gefälligkeitsgutachter sagte, es sei ein Schicksal, was sich dort ereignet habe, und deswegen mussten wir den Prozess führen. Der Gerichtsgutachter hingegen hat sich vollständig unserem Votum angeschlossen und auch dem Votum unserer Gutachter. Gröbste ärztliche Behandlungsfehler haben unsere Mandanten auf dem Gewissen. Gutachten stand somit gegen Gutachten und damit begann ein skandalöser 7-jähriger Rechtsstreit. Über 10.000 Mark zahlte Marita Schröder für ihre Gutachten zunächst aus eigener Tasche, um die Expertise der Gegenseite, der Haftpflichtversicherung des Krankenhauses, zu widerlegen. Diente dieses Gefälligkeitsgutachten, wie es der Anwalt bezeichnet, schlicht der Abweisung des berechtigten Anspruches von Gundolf Schröder auf Schadensersatz und Schmerzensgeld? In seinem Fall wurde von Seiten der beteiligten Ärzte unstrittig gepfuscht, vertuscht und verharmlost. Was wirklich geschah an diesem 6. Februar 1992, dem Tag der Operation, erfuhr Marita Schröder erst später. Nicht der Chefanästhesist narkotisierte ihren Mann, sondern eine Assistenzärztin. Und Gundolf Schröder diente einem Praktikanten als Versuchskaninchen. Laut Aussage des Krankenpflegers versuchte dieser Praktikant unzählige Male, den Beatmungsschlauch einzubringen. Erst als der Patient wegen des Sauerstoffmangels tiefblau war, intubierte die Ärztin selbst. Beide Fakten standen nicht in der Narkoseakte. Wir hatten ein sehr schönes Leben, wir sind viel in Urlaub gefahren, wir hatten ein gesundes Kind, wir hatten keine Probleme jetzt in irgendwelchen anderen Richtungen. Das war von heute auf morgen weg. Einfach vorbei. Ich musste mich jetzt auf ganz andere Dinge konzentrieren, wo man sich ja niemals mit beschäftigt. Das hat natürlich mein Leben total verändert. Ich war damals 43 Jahre alt. Ich denke mir, das waren die schönsten Jahre. Tja, die schönsten Jahre, sage ich einfach mal. Also man hat uns quasi alles genommen. Alles, unser Leben. Auch mein Leben. Gundolf Schröder ist das Opfer ärztlicher Behandlungsfehler. Nicht genug damit, das Krankenhaus unternahm nun auch noch Schritte, die Marita Schröder in den finanziellen Ruin getrieben hätten. Denn bereits nach einigen Monaten schickte die Krankenhausverwaltung monatliche Rechnungen für die Unterbringung des Ehemannes. Im Laufe der Jahre kamen 800.000 Mark zusammen. Als Marita Schröder nicht zahlte, prozessierte das Hospital gegen sie. Skrupellos beantragte man nun auch noch den Entzug der Pflegschaft, um Gundolf Schröder, auch gegen den Willen der Ehefrau, endlich dorthin abzuschieben, wo er für das Krankenhaus keine Kosten mehr verursacht. Sauber ist. Schön. Das Krankenhaus ist mit Frau Schröder in einer Art und Weise umgegangen, die nicht mehr nachvollzogen werden kann. Ethische und moralische Grundsätze wurden meines Erachtens über Bord geworfen. Frau Schröder wurde bedroht, ihr sollte die Pflegschaft entzogen werden für den Ehemann. Und darüber hinaus sollte die Familie Schröder die gesamten Kosten der Unterbringung des Schwerstgeschädigten Herrn Schröder bezahlen an die 800.000 Mark. Das wollte das Krankenhaus von der Familie Schröder tatsächlich erzielen. Ich hätte gar kein Pflegeheim bezahlen können. Erstens mal hatten wir kein Geld. Wir hatten hier dieses Haus, in dem meine Mutter noch mitlebte. Was hätte ich machen sollen? Ich hätte das Haus verkaufen müssen oder das Haus beleihen lassen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall das Haus einsetzen müssen bezüglich der Pflegekosten, damit die getragen werden. Ich bin der Meinung, das Krankenhaus ist mit 12 Millionen Mark pro Schadenfall versichert bei der Provinzialversicherung. Dann muss die Provinzialversicherung für den Schaden aufkommen und nicht ich. Was ist los? Ich bin da. Der Fall Schröder zeigt, wie mithilfe eines Gutachtens berechtigte Ansprüche abgeschmettert werden sollen. Ein normaler Vorgang? Zum Glück sind solche Verhaltensmuster nicht normal. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Krankenhaus auch noch Geld haben wollte für die Fahrlässigkeit, die man begangen hat,
an dem Patienten, das wollte das Krankenhaus vorliegend. Also dieser Fall ist nicht normal, aber es ist an der Tagesordnung, dass sich solche Verfahren tatsächlich jahrelang hinziehen, teilweise gar 10 bis 15 Jahre. Der 7-jährige Rechtsstreit hat Marita Schröder weder mutlos noch wehrlos gemacht. Fassungslos reagierte sie allerdings auf die Bemerkung der Narkoseärztin, die für das Wachkoma ihres Mannes mitverantwortlich ist. Vielleicht hat ihr Mann ja Glück, Frau Schröder, und überlebt die Person, die laut Guinness Buch der Rekorde 37 Jahre im Koma lag. Dann bin ich aber sofort gegangen. Das hat die mir gesagt, ja, das vergesse ich nicht. Im März 1999 ergingen vor Kölner Gerichten folgende Urteile. Die Zahlungsklage des Krankenhauses wurde abgewiesen. Und Gundolf Schröder erhält sowohl Schmerzensgeld als auch Schadensersatz. In diesem Fall müssen wir feststellen, dass trotz eindeutigen, gröbsten Behandlungsfehlern es 7 Jahre gedauert hat, bis jetzt endlich das Damoklesschwert von Frau Schröder genommen wurde, von der Familie Schröder. Sie bekommen Schadensersatz und die Existenz der Familie zumindest ist abgesichert. Hat Sie es befriedigt, dass Sie jetzt in der zweiten Instanz gewonnen haben? Ja, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ich bin richtig froh gewesen, dass es jetzt endlich vorbei ist, dass ich jetzt auch mit diesen Dingen nichts mehr zu tun habe. Ich sage jetzt einfach, auch nichts mehr zu tun haben will, weil das belastet mich sehr. Und ich bin froh, dass es vorbei ist, auf jeden Fall. Der wissenschaftliche Experte wurde für sein Gefälligkeitsgutachten nie zur Verantwortung gezogen. Haben Geschädigte generell rechtliche Möglichkeiten, um sich gegen Gutachter zu wehren, die vorsätzlich die Unwahrheit sagen? Ich muss es fast den Gutachtern unterstellen, man kann es ihm ja nicht nachweisen. Man müsste ihm nachweisen, dass er am Stammtisch gestanden hat und gesagt hat, da habe ich ja mal wieder ein falsches Gutachten erstellt. Nein, aber sind bisweilen Situationen vorhanden, dass völlig konträre Aussagen zu einem identischen Sachverhalt getätigt werden. Und da muss man ja fast unterstellen, dass einer der Gutachter bewusst die Unwahrheit sagt. Denn es ist nicht eine leichte Abweichung gewesen. Der eine sagt Schicksal und der andere sagt grobe Behandlungsfehler. Als ob dazwischen nichts existieren würde. Bringt es denn den Patienten etwas, die geschädigt sind, sich an die Schiedsstellengutachterkommissionen bei den Landesärztekammern zu wenden? Wissen Sie, unsere Praxis bearbeitet solche Fälle jetzt schon in zweiter Generation seit über 25 Jahren. Wir haben uns begonnen, darauf zu spezialisieren, bevor es überhaupt diese Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen gab. Und wir haben fast immer unsere Mandanten abraten müssen, von Einzelfällen abgesehen, diese Institutionen anzurufen. Sie müssen bedenken, dass die Gutachterkommissionen und Ärztekammern, dass die finanziert werden, diese Schlichtungsstellen, durch die Haftpflichtversicherer und die Ärztekammern selbst. Das heißt, der Gegner bezahlt das angeblich unabhängige Gutachten. Die Statistiken sind auch sehr unterschiedlich. In München zum Beispiel werden gerade einmal 10-15% aller Fälle anerkannt. In Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, sind es um die 30%. Das heißt, da wird doppelt so viel Recht gesprochen für den Patienten, als dies in München der Fall ist. Und das liegt nicht daran, dass die Münchner Ärzte oder die bayerischen Ärzte doppelt so gut sind wie die in Nordrhein-Westfalen. Für die Justiz und die Gutachter war es ein Arzthaftungsprozess. Für Thomas Lotzig war es ein Kampf gegen die Allmacht von Herzchirurgen. Ein Kampf gegen zwei Sachverständige. An die Zeit, als er noch laufen konnte, erinnert sich der heute 31-Jährige noch gut. Und erinnern kann er sich auch noch an den 24. August 1982. Es war der Tag, an dem seine Brust geöffnet wurde, um eine Engstelle an der Hauptschlagader zu entfernen. Aortenisthmusstenose lautete die Diagnose. Keine seltene Erkrankung. An diesem Tag wurde Thomas Lotzig zum Krüppel operiert. Heute ist er voll berufstätig und Basketballer, trotz Querschnittslähmung. Ja, ich habe also eigentlich gleich gemerkt, dass ich meine Beine nicht mehr gespürt habe, dass ich nicht bewegen konnte, weil die gar nicht da waren. Und das war natürlich schon schockierend. Auch im Fall Lotzig wurde gepfuscht und vertuscht. Die Mutter erinnert sich an den Tag nach der Operation. Dann hat uns Professor Arazi erzählt, dass der Sohn querschnittgelähmt ist und hat uns gesagt, also wir müssen ihm das jetzt beibringen. Und das ist zwar wie ein Schlag mit dem Hammer auf den Kopf, aber es muss er wissen.
Als wir zu unserem Sohn hinkamen, das erste war, dass er seine Beine nicht bewegen konnte. Das heißt, das hat er schon gespürt? Das hat er schon gespürt, ja. Und da wollten wir erst gar nicht so drauf eingehen, weil er sehr einen Tag nach der OP war. Und er ließ aber keine Ruhe. Und folgedessen mussten wir ihm erklären, dass er in den Rollstuhl müsste. Wissen Sie noch, was Sie drauf geantwortet haben? Dass ich lieber tot wäre. Thomas hat dann reagiert, dass er gesagt hat, er wäre lieber tot. Eigentlich sagten sie, ich muss damit klarkommen, ist einfach so, ist Tatsache halt und man sollte mir das klipp und klar sagen und so ungefähr, ich könnte sogar froh sein halt, dass ich eventuell nicht noch mehr Schäden davon getragen hätte und also eigentlich wirklich ziemlich rabiat im Umgang mit einem, obwohl man doch, glaube ich, schon ziemlich schwer dran zu knacken hatte. Wir haben die Akten beschlagnahmen lassen und daraufhin haben wir erstmal festgestellt, dass der Professor, der vor Zeugen sozusagen auch zugegeben hat, dass er operiert hat, Professor Arazi, dass er das gar nicht war, dass ein Assistenzarzt operiert hat. Und Sie erfuhren von der Komplikation. Eine Gefäßprothese musste in die Aorta eingesetzt werden, da die erste Aortennaht gerissen war. Es wurde uns dann von Professor Dietrich gesagt, wenn wir die Strafanzeige nicht gestellt hätten, hätten wir uns auch außergerichtlich einigen können. Neben dem Strafverfahren erhoben die Eltern auch Zivilklage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, da sie überzeugt waren, dass bei der Operation ihres Sohnes eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln verstoßen worden sei. Fakten: Die Verengung an der Hauptschlagader ist ein Hindernis für den Blutfluss. Meist reagiert der Körper trickreich und schickt das Blut über kleine Nebenarme in die untere Körperhälfte. Es entstehen sogenannte Umgehungskreisläufe. Um nun diese Engstelle zu beseitigen, muss die Hauptschlagader völlig blockiert werden. Während dieser Totalunterbrechung werden alle unteren Körperorgane nur durch die Umgehungskreisläufe mit Sauerstoff versorgt. Sind diese zu schwach, erhält das Rückenmark nicht ausreichend Sauerstoff. Die Folge: Querschnittslähmung. Um dies zu verhindern, gibt es weltweit akzeptierte Standards. Die Aorta muss erst probehalber abgeklemmt werden, um zu testen, ob die Umgehungskreisläufe ausreichend funktionieren. Ist der Blutdruck aber zu niedrig, müssen Schutzmaßnahmen für das Rückenmark ergriffen werden. Bewährt hat sich die Herz-Lungen-Maschine, die dann die untere Körperhälfte mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Oder aber der Patient wird auf 30 Grad Celsius runtergekühlt. Thomas hatte schlechte Umgehungskreisläufe. Daher vereinbarten die Ärzte schriftlich eine Blutdruckmessung an der probeweise abgeklemmten Aorta, ehe man die Engstelle beseitigen würde. Hat man die Herz-Lungen-Maschine bereitgehalten? Nein. Wurde denn die sogenannte blutige Blutdruckmessung durchgeführt? Nein, wurde auch nicht gemacht. Hat man denn den Körper von Thomas runtergekühlt, die sogenannte Hypothermie angewandt? Auch nicht. Wie haben denn nun die beiden Gutachter diesen Fall gesehen? Sie waren der Meinung, dass der Arzt alles richtig gemacht hat. Zwei Sachverständige wurden bestellt. Professor Kalmer im Strafprozess, Professor Sebening im Zivilprozess. Beide erstellten Entlastungsgutachten für den Operateur. Ein Privatgutachten konnte sich die Familie nicht leisten. Ein ebenfalls betroffener Vater stellte aber die Gerichtsunterlagen von Vergleichsfällen zur Verfügung. Es stellten sich berechtigte Fragen. Thomas Aorta war 105 Minuten abgeklemmt. In der Literatur dagegen wird nur eine Abklemmzeit von etwa 30 Minuten ohne Schutzmaßnahmen empfohlen. Wie haben denn die Gutachter diese außerordentlich lange Abklemmzeit der Aorta in den Gutachten bewertet? Sie haben sie eigentlich nur erwähnt, aber sagen, dass also diese Abklemmzeit für die Lähmung eigentlich nicht ursächlich ist. Ursächlich für Professor Sebening ist ein anatomischer Faktor, den er nicht weiter ausführt und den die Richter auch nicht hinterfragen. Für Professor Kalmer ist es eine bedauerliche Komplikation, aber weder Staatsanwaltschaft noch Gericht haken nach, was darunter zu verstehen sei. Darüber hinaus stellen beide Gutachter in ihren Expertisen das seit Jahren bewährte Verfahren der Schutzmaßnahmen bei schlechten Umgehungskreisläufen plötzlich in Frage. Ohne Klärung der massiven Widersprüche werden beide Klagen 1985 abgewiesen. Man geht in die zweite Instanz.
Professor Sebening wird vereidigt und mündlich gehört. Lotzigs Anwälte sind munitioniert, fragen nach dem anatomischen Faktor. Die Antwort: Es gibt eine Arterie namens Adamkiewicz, die das Rückenmark versorgt. Bei fast allen Menschen verläuft sie auf Bauchnabelhöhe. Bei Thomas sei sie allerdings auf Brusthöhe angesiedelt und somit unbewusst mit abgeklemmt worden. Die Lähmung sei daher nicht vermeidbar gewesen, auch dann nicht, wenn die ohnehin unterlassenen Schutzmaßnahmen angewandt worden wären. Er hat behauptet, dass eine Arterie, die Arterie Adamkiewicz, bei mir anders langläuft als bei den normalen, sogenannten normalen Menschen. Sie soll halt eben hier oben im Brustbereich langlaufen und deswegen sollte sie während der OP unbewusst leider mit abgeklemmt worden sein. Ist das denn nun bei Ihnen ein anatomisches Wunder, dass die hier oben langläuft? Nein, also wenn ich die oben langlaufen würde und ja, wie die in ihrer Meinung nach abgeklemmt worden ist, dann wäre ich auch auf der Brust gelähmt. Und da ich leider, oder Gott sei Dank, erst auf dem Bauchnabel gelähmt bin, ist es, denke ich mal, wahrscheinlich, dass auch wie bei jedem anderen Menschen meine Arterie Adamkiewicz auch halt eben unten langläuft. Wenn diese Arterie bei Thomas also auf Brusthöhe verläuft und dort schicksalhaft abgeklemmt wurde, warum ist er dann nicht auch ab Brusthöhe gelähmt? Das Gericht klärte diesen Widerspruch nicht ab und forderte für diese Behauptung auch keinerlei Nachweis. Hat das Gericht diese Argumentation nicht verstanden oder nicht zur Kenntnis genommen? Sie hat sich gar nichts erläutern lassen, ist gar nicht darauf eingegangen eigentlich, hat wirklich das auch so in Urteil reingeschrieben, dass ein anatomischer Faktor der Grund wäre halt und dementsprechend ist dann halt eben auch das Urteil ausgefallen. Und der vereidigte Gutachter behauptete, dass in seiner Klinik auf solche Schutzmaßnahmen für das Rückenmark verzichtet werde. Die Anwälte konnten diese Aussage anhand seiner eigenen Literatur in Zweifel ziehen. Wieder fragte das Gericht nicht nach. Auch prüfte es nicht, ob der Gutachter befangen sei. Wir haben Professor Sebening getroffen, bevor die Verhandlung beim Oberlandgericht in Hamm anfing. Er stand neben Professor Dietrich, der Chef der Klinik war, in der Thomas operiert wurde. Und Professor Dietrich kam auf uns zu, freute sich, dass er uns sah, wunderte sich, dass er uns lange nicht gesehen hatte. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich gar keine Veranlassung hätte, ihn zu sehen. Und sagte dann, das ist Professor Sebening, das ist ein Freund von mir, der hat heute Nacht bei uns übernachtet. Und mit dem habe ich auch ein Buch zusammengeschrieben. Und so haben wir Professor Sebening kennengelernt. Und nach dieser Aussage war mir eigentlich klar, wie das Verfahren auslaufen würde. Wie ist es ausgegangen? Wir haben verloren. Die Ärzte haben recht. Im Namen des Volkes. Ist alles abgelehnt worden bis zum BGH, ist also wirklich abgewiesen worden, meine Klage, und ich habe also keinen einzigen Pfennig gesehen. Man möchte aufstehen und draufhauen. Verständlich liegen den Eltern doch Gutachten und Literatur von beiden Professoren vor, in denen beispielsweise die Blutdruckmessung und auch die Schutzmaßnahmen für das Rückenmark als bewährte Behandlungsregeln dargestellt werden. In einer Expertise ist gar zu lesen, dass der Einsatz einer Schutzmaßnahme zur Vermeidung von Rückenmarkskomplikationen eine korrekte und übliche standardisierte Maßnahme sei. Hat Thomas Lotzig überhaupt noch eine rechtliche Chance? Eine gerichtliche Überprüfung der Widersprüche und der eventuellen Befangenheit ist wohl nicht mehr möglich. Haben sich die Gerichte doch den überzeugenden und widerspruchsfreien Darlegungen der Sachverständigen vollinhaltlich angeschlossen. Ein Behandlungsfehler lag nicht vor. Thomas Lotzig muss das akzeptieren. Fertig. Aus. Ich denke, dass es etwa so ist, dass zwei Drittel einfach deshalb verlieren, weil sie, man könnte fast sagen, gegen diese Mafia nicht ankommen. Mafia ist ein hartes Wort. Ja, aber es hat zum Beispiel schon der Ministerialrat Gassner aus München erklärt, die Krankenkassen seien mafiöse Vereinigungen. Er weiß sicher viel mehr als ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass hier was Wahres dran ist
Und wenn ich die Spitze des Eisbergs eben betrachte, dann kann ich mir vorstellen, dass der ganze Eisberg wirklich eine Mafia ist. In der Einladung zur sozialrechtlichen Jahrestagung 1999 kritisierte das Deutsche Anwaltsinstitut scharf die Missstände im Gutachterwesen. Anwälte erwarten von Gutachtern schon gar keine Neutralität mehr, wenn diese von den Sozialleistungsträgern beauftragt werden, hieß es da. Auch die Situation bei den sozialgerichtlichen Begutachtungen sei nicht besser. Besonders problematisch sei es dann, wenn Ärzte durch Beraterverträge beispielsweise an Berufsgenossenschaften gebunden sind und dann gleichzeitig auch noch von den Gerichten als neutrale Gutachter bestellt werden, und zwar in Verfahren gegen Berufsgenossenschaften. In solchen Fällen seien die Gutachterergebnisse dann vorhersehbar, sagt Hugo Lanz. Ich denke, dass die Holzschutzmittelprozesse gezeigt haben, dass in Deutschland wirklich ein Gutachterunwesen besteht und dass die chemische Industrie sehr starken Einfluss darauf nimmt und dass die Berufsgenossenschaften, die zur chemischen Industrie gehören, auch hier starken Einfluss darauf nehmen, dass es nicht allzu teuer wird. Und wenn sie das mit Hilfe der Gutachter tun, dann sind das unhaltbare Zustände. Viel zu selten müssen Gutachter vor Gericht ihre Neutralität und Sachkompetenz beweisen, denn die Richter fragen meist nicht danach. Wir brauchen gläserne Gutachter insoweit, als dass es für die streitenden Parteien nachvollziehbar sein muss, wer zum Beispiel das Institut des Gutachters finanziert, woher er seine Aufträge bekommt, wenn er denn ein Wissenschaftler ist, oder wer ihn immer wiederholt. Und dass man auch nachfragen kann, wie sind denn die Ergebnisse der Begutachtung gewesen? Gibt es da eine auffällige Tendenz oder gibt es diese auffällige Tendenz nicht? Das muss für die streitenden Parteien muss das schon nachvollziehbar sein. Da brauchen wir viel mehr Transparenz. Seit Jahren fordert das auch Angela Vogel. Sie hilft geschädigten Patienten, die dachten, sie seien versichert. Hunderte von medizinischen Gutachten bearbeitete sie schon, in denen Sachverständige die gerechtfertigten Ansprüche von Versicherten auf Anerkennung und Entschädigung ihrer Körperverletzungen einfach vom Tisch fegten. Sie beobachten immer nur den Patienten und Versicherten kritisch, misstrauisch, nicht aber sich selbst. Sie halten sich in der Tat für Götter in Weiß. Und schwingen sich dazu auf, Richter ohne Robe zu sein. Wahrscheinlich hat er sich die Vergiftung am Arbeitsplatz zugezogen. Ob er die Anerkennung als Berufserkrankung noch erleben wird, bezweifelt Gerd Michael Haberland. Er ist halbseitig gelähmt, leidet an Krampf- und Ohnmachtsanfällen, hat zeitweilige Sprach- und Gedächtnisstörungen. Seit Februar 99 ist er blind. Ohne Morphiumtropfen würde der 39-Jährige die Schmerzen nicht ertragen. Verantwortlich für seinen Zustand ist höchstwahrscheinlich eine Baustelle in Frankfurt an der Schwanheimer Brücke. 1990-91 war er dort Bauleiter. Als eine ehemalige Verklappungsgrube ausgebaggert wurde, kam grauer, stechend nach Chemie riechender Schlamm zum Vorschein. Analysen ergaben, stark verseucht. Tagelang und ohne jegliche Schutzmaßnahmen stand Haberland im verseuchten Erdreich. Diagnose eines Umweltmediziners: Die Symptome sind die Folgen einer berufsbedingten Vergiftung mit Lösemitteln, toxischen Metallen, Dioxinen, Furanen und Kampfstoffen. Grad der Behinderung 100%. Die von der Bundesversicherungsanstalt und der Berufsgenossenschaft eingeholten Gutachten und Atteste stellen nichts davon fest. Einige Gutachter psychiatrisieren den Familienvater. Einer bescheinigt ihm sogar eine Rentenneurose. Dazu der Umweltmediziner: Hier liegt ein klägliches Versagen der Neurologie vor. Werden solche chronischen Vergiftungen deshalb totgeschwiegen, weil die chemische Industrie Verursacher sein könnte? Vier seiner damaligen Arbeitskollegen, so erzählt Haberland, seien bereits gestorben. Für die Justiz und die Gutachter ist es der Fall Edeltraud Schmidt. Für sie war die Vergiftung mit Schadstoffen am Arbeitsplatz das Ende ihres bislang geführten Lebens. Sie leidet an der sogenannten multiplen Chemikaliensensitivität, abgekürzt MCS, einer Krankheit, die zwar einen Namen hat, aber hierzulande offiziell noch nicht anerkannt ist, im Gegensatz zu den USA. Ich denke, im Grunde ist es eine ganz einfache Sache. Ich bin am Arbeitsplatz mit Schadstoffen kontaminiert worden. Anfang 1990 zog ihr Arbeitgeber, das Bundesarchiv für Lastenausgleich, in diese umgebauten Räumlichkeiten einer ehemaligen Gardinenfabrik in Bayreuth.
Bereits nach kurzer Zeit bekam Edeltraud Schmidt massive gesundheitliche Probleme. Das Gutachten einer süddeutschen Universität bestätigt ihr unter anderem chronische Kopfschmerzen, Sehstörungen, akute Atemnot und allergische Reaktionen. Ihr Zustand verschlechterte sich so gravierend, dass sie ab November 1990 dauerhaft arbeitsunfähig wurde. Und seither kämpft sie vergeblich um Rente und Anerkennung als Berufserkrankte. MCS ist eine heimtückische Erkrankung. Massive Chemikalienbelastungen gelten als Auslöser einer lebenslänglichen Überempfindlichkeit. Bereits geringste Schadstoffkonzentrationen können neuerliche, schwere, sogar lebensbedrohliche Krankheitsschübe verursachen. Aber den Betroffenen sieht man die Krankheit meist nicht an, obwohl sie zu Fehlfunktionen aller Organe führen kann. Um jede neue Chemikalienbelastung zu vermeiden, leben diese Patienten meist isoliert, nehmen am öffentlichen Leben kaum mehr teil. So auch Edeltraud Schmidt. Warum verdrängt man bei uns das Krankheitsbild MCS? Ich muss das als gewollt sehen, dass in einem Land, in dem die Chemieindustrie historisch sich entwickelt hat und das auch sehr stark abhängt von der chemischen Industrie, ein Krankheitsbild, das mit dem Wort Chemie verbunden wird, unbeliebt sein muss. Ich habe gehört, dass es längst zur Anerkennung dieses Gesamtkomplexes gekommen wäre, wenn nicht das Wörtchen Chemie enthalten wäre in diesem Gesamtkomplex MCS. Sodass wir uns eigentlich nur fragen müssen, wie lange könnten wir uns das noch leisten als eine zivilisierte Nation, die sich dadurch auszeichnen würde, dass sie die Gesundheit ihrer Bürger schützt, mit diesem Krankheitsbild in dieser Weise umzugehen, dass es sich immer mehr als selbstständig herauskristallisiert, weil es im Anschluss an Einwirkungen auftritt und nicht vorher und weil es nicht mit einer Psychiatrisierung weg erklärt werden kann. Ist es Ihnen passiert, dass Sie in die eine oder andere Ecke gestellt werden? Ja, sicher. In die Ecke mit dem Münchhausen-Syndrom, Hypochonder, ja. Ich muss sagen, es wäre höchste Zeit jetzt, diesen Menschen zu glauben, was sie beschäftigt und weswegen sie sich schlecht fühlen. Und das nicht auf persönliche Konflikte oder Lebensereignisse zurückzuführen, denn die haben diese Menschen nicht häufiger als andere, die aber nicht erkranken, weil sie keine chemische Überempfindlichkeit haben und weil auch die chemischen Einwirkungen bei ihnen nicht vorliegen. Dies ist jetzt wichtiger, die Hintergründe zu untersuchen, woher kommen denn diese Effekte. War vorher die Person nicht okay und hat sie nicht erst nach der Einwirkung einer chemischen Substanz diese Symptome entwickelt? Und diese Forschung wird vernachlässigt, diese Vorher-Nachher-Untersuchung. Bei Edeltraud Schmidt ging es zunächst darum, festzustellen, ob der Arbeitsplatz sie krank gemacht hat. Das Bundesarchiv beauftragte im Herbst 1990 das Institut für Arbeits- und Sozialmedizin der Universität Erlangen mit Schadstoffmessungen. Dieses Institut genießt seit Jahren bei kritischen Gutachtern einen zweifelhaften Ruf. Was waren bei der ersten Messung die Ergebnisse? Keine relevanten Schadstoffbelastungen. Der für Edeltraud Schmidt zuständige Unfallversicherungsträger, vergleichbar einer Berufsgenossenschaft, ist die Bundesausführungsbehörde, kurz BAFU genannt. Die BAFU wäre gesetzlich verpflichtet, einen neutralen Gutachter zu beauftragen, der abklären soll, ob eine arbeitsplatzbedingte Erkrankung vorliegt. Die Berufsgenossenschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, bei dem leitenden Direktor des Arbeitsmedizinischen Institutes, das seinerzeit auch die Raumluftmessung vorgenommen hat. Herr Professor Lehnert war mir aus den Medienberichten sehr wohl bekannt, als Professor für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Mit anderen Worten, ich wusste, wenn ich zu diesem Gutachter gehe, dass er sicher nicht bestätigt, schon mal aufgrund der Tatsache, dass seinerzeit keine Schadstoffbelastung von seinem Institut gemessen wurde. Professor für Unbedenklichkeitsbescheinigungen darf er in der Tat genannt werden. Und der Kieler Toxikologe Professor Wassermann bezeichnete ihn als Fälscher, ohne einen Rest von Gewissen und Moral. Ist Professor Lehnert gerade daher ein so begehrter Mann bei Industrie- und Berufsgenossenschaften? Ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass diejenigen, die Gutachter beauftragen, sehr wohl kalkulieren, was dabei rauskommen wird. Und wir wissen es in einigen Bereichen, dass auch on budget begutachtet wird. Das heißt, wir müssen uns Gutachter, der Auftraggeber sagt, denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu großzügige Gutachter haben, sonst kommen wir mit dem Geld nicht aus. Man hat manchmal den Verdacht, dass es im Bereich der Pflegeversicherung so gelaufen ist. Aber auch, ich glaube, die Tatsache, dass die Zahl der Berufskrankheiten, der gemeldeten Berufskrankheiten so stark zugenommen hat, auf der anderen Seite die Zahl der nicht der anerkannten Berufserkrankungen rückläufig ist, stark rückläufig ist,
die lässt schon so einige Fragen entstehen, denen wir nachgehen müssen. In der Tat wurden von den Berufsgenossenschaften 1950 noch 27% der eingereichten Fälle als Berufskrankheit mit Rentenzahlung anerkannt, waren es 1996 nur noch 8,5%. Sieht die Politik keinen Handlungsbedarf bezüglich des Nachweises der Sachkompetenz und der Offenlegung von Interessengebundenheit bei Gutachtern? Ja nun, ein Gericht darf nur jemanden zum Gutachter bestellen, der beides nachgewiesen hat. Das muss zur Überzeugung des Gerichtes feststehen. Und entweder es ergibt sich sozusagen aus der Persönlichkeit und seinem allgemein nachgewiesenen Werk, oder man muss fragen, das ist selbstverständlich. Wenn aber nicht nachgefragt wird, und es scheint ja wohl anscheinend Usus zu sein an den Gerichten, könnte man dann nicht sagen, es wäre sinnvoll, man würde das einfach einfordern? Nein, das Gesetz sieht ja vor, dass ein Gericht überzeugt sein muss, dass der Sachverständige geeignet, qualifiziert, unbefangen und unabhängig ist, um nur einige der Grundvoraussetzungen zu nennen. Wie das Gericht zu dieser Überzeugung kommt, kann das Gesetz nicht vorschreiben, weil es einfach ein Unding wäre, zum Beispiel bei einer makellosen Persönlichkeit, die von allen anerkannt ist, jetzt diese 15 Fragen, die einem da vielleicht einfallen würden, jedes Mal abzufragen. Ich habe den Gutachter wegen Befangenheit abgelehnt. Die Unfallversicherung hat trotz meinem Einspruch auf eine Begutachtung durch Professor Lehnert bestanden. Ein Dreivierteljahr später flatterte mir dieses Gutachten ins Haus. Trotz Ihrer Ablehnung? Trotz meines Vetos. Daraufhin wandte sich Edeltraud Schmidt an den Datenschutzbeauftragten des Bundes zur Prüfung dieses Sachverhaltes. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat verfügt, dass dieses Gutachten komplett mit Mehrfertigungen oder Kopien zu sperren und zu vernichten ist. Das heißt, er hat Ihnen Recht gegeben? Er hat mir Recht gegeben. Die Unfallversicherung sah sich durch die Verfügung des Bundesdatenschützers gezwungen, einen neuen Gutachter zu bestellen. Dieser veranlasste eine weitere Raumluftmessung in den Arbeitsräumen des Bundesarchivs. Mittlerweile waren bereits 5 Jahre vergangen. Die Ergebnisse? Die dabei entstandenen Analysen waren erschreckend. Es wurden extrem, zum Teil sehr extrem hohe Werte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen festgestellt. Die Stoffe sind in der Liste als hochkrebserregend klassifiziert. Und man kann davon ausgehen, dass die Schadstoffbelastung beim Einzug 1990 noch wesentlich höher gewesen ist als 5 Jahre später bei der zweiten Messung. Hatte denn diese Messung irgendwelche Konsequenzen auch für das Bundesarchiv? Fürs Bundesarchiv hat es die Konsequenz, dass die komplette Behörde für Sanierungszwecke geschlossen werden musste. Noch einmal, die Schadstoffbelastungen waren so hoch, dass die Behörde geschlossen werden musste. Klärte das Gutachten auch für Edeltraud Schmidt die Ursache ihrer Erkrankung, der MCS? Das Gutachten sagt aus, dass meine Erkrankung MCS mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit den Schadstoffen am Arbeitsplatz zusammenhängt. Ist denn jetzt und heute Ihre Erkrankung anerkannt als Berufserkrankung? Nein. Diese hohe Schadstoffbelastung und meine Folgeerkrankung MCS ist bis heute von der Berufsgenossenschaft nicht als Berufskrankheit anerkannt. Hat denn dann die Unfallversicherung nochmal eine Gutachterin oder Gutachter eingeschaltet? Dieses komplette toxikologische Fachgutachten ging an eine Gewerbeärztin nach Nürnberg. Diese Gewerbeärztin in Nürnberg ist der Meinung, dass die bei mir vorhandene Erkrankung nicht mit meinem Arbeitsplatz zusammenhängt und hat in einem eineinviertelseitigen Schreiben dieses 70-seitige toxikologische Gutachten vom Tisch gewegt. Unter Verzicht auf jegliche wissenschaftliche Auseinandersetzung kam diese Gewerbeärztin zu dem Schluss, dass das Krankheitsbild MCS völlig umstritten sei. Und dass Edeltraud Schmidts Symptome nach arbeitsmedizinischem Wissensstand nicht ursächlich auf die Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz zurückzuführen seien. Die zahlreichen konsultierten Fachärzte sehen es allerdings anders. Die meisten dieser Ärzte kamen zu dem Ergebnis, dass ich an einer MCS leide. Trotz eindeutiger Gutachten und Atteste muss Edeltraud Schmidt gegen die Unfallversicherung prozessieren.
Das Gericht beauftragte einen neuen Gutachter, Professor Hartung. Ich glaube, dass dieser Gutachter die Gewerbeärztin unterstützen soll. Diesen Gutachter haben Sie abgelehnt. Aus welchen Gründen? Ich habe den Gutachter wegen Befangenheit abgelehnt, weil der im größeren Umfang für die Berufsgenossenschaft Chemie als Berater tätig ist. Es ist aber auch so, dass offensichtlich Personen, die sich wehren gegen eine negative Entscheidung, wohl auch nicht recht bekommen sollen, sodass sehr viele, bis zu 7 Gutachter aufgewendet werden von den Berufsgenossenschaften, teilweise in einem Versuch, auch den Betroffenen zu zermürben, weil er eben mit der Zeit den Mut und die Kraft verliert, sich diesem Prozess weiter auszusetzen. Stand des Verfahrens gegen die Unfallversicherung, noch ist man in der ersten Instanz. Den abgelehnten Gutachter Hartung muss sie per Gerichtsbeschluss akzeptieren, obwohl er als beratender Arzt in einem festen Vertragsverhältnis zur Berufsgenossenschaft steht. Ihren Kampf gegen die Kündigung von 1993 hat sie bis zum Bundesarbeitsgericht geführt und verloren. Und im Prozess gegen die Bundesversicherungsanstalt um Rentenzahlung ist sie wieder auf Gutachter angewiesen. Der erste von der BFA beauftragte Gutachter erkennt die Schädigung durch den Arbeitsplatz an, hält sie aber für vollschichtig arbeitsfähig. Edeltraud Schmidt erhebt dagegen Einspruch. Das Gericht beauftragt daraufhin insgesamt 5 weitere Gutachter. Die ersten beiden lehnten den Auftrag ab. Den dritten konnte sie wegen einer Fußfraktur nicht aufsuchen. Dieser Umstand wurde vom Gericht kritisch beurteilt. Ebenso, dass Edeltraud Schmidt die Gutachter Nummer 4 und 5 nach ihrer Sachkompetenz und Neutralität befragen wollte. Wie reagierten diese Mediziner darauf? Die Gutachter haben dies als unüblich, als Schikane abgetan. Das ist ein klarer Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör, denn jede Partei muss den Sachverständigen befragen dürfen, sowohl nach finanziellen Verflechtungen als auch nach seiner Sachkompetenz, denn das Zivilprozessrecht kennt nur eine Begutachtung durch Sachverständige. Eine Begutachtung durch Unsachverständige ist im deutschen Recht nicht vorgesehen. Sie haben noch darum gebeten, eine Begleitperson mitzunehmen. Wie wurde denn auf diesen Antrag reagiert? Das ist sehr unüblich, eine Begleitperson zu einem Begutachtungstermin mitzunehmen, so laut Aussage der Gutachter wie auch des Gerichtes. Man hat mir das nicht erlaubt. Das Urteil, eine Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit konnte nicht festgestellt werden, weil die Klägerin die Mitwirkung verweigerte. Nur weil sie Gutachter nach deren Kompetenz und Unabhängigkeit befragte? Jetzt muss sie in die zweite Instanz und wird weiterhin von 240 Mark pro Woche leben müssen, obwohl sie höchstwahrscheinlich der Arbeitsplatz krank gemacht hat. Richter sind keine Mediziner. Richter sind angewiesen auf sachkundige Begutachtung. Und solange dies nicht der Fall ist, wird sich wahrscheinlich hier nichts ändern.